interessieren sich für den Studiengang Rettungsingenieurwesen an der TH Köln? Dann lade ich Sie ein, mich auf einen Rundgang durch die Hochschule zu begleiten. Ich möchte Ihnen die Inhalte und Rahmenbedingungen des Studiums vorstellen und einen Einblick in das breite Tätigkeitsfeld des Rettungsingenieurs geben. Der im Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr angesiedelte Studiengang befasst sich im Besonderen mit Fragestellungen der operativen und vorbeugenden Gefahrenabwehr. Ein Themenbereich der vorbeugenden Gefahrenabwehr ist das Risiko- und Krisenmanagement. Hier wird erforscht, wie wir unsere Gesellschaft und Infrastrukturen auf Krisen vorbereiten können. Auch der Brandschutz gehört zur vorbeugenden Gefahrenabwehr. Ein Beispiel hierfür ist es, experimentell gewonnene Erkenntnisse zum Abbrandverhalten in neue Sicherheitskonzepte umzusetzen. Der zweite Bereich, die operative Gefahrenabwehr, befasst sich unter anderem mit der Verbesserung der Einsatzorganisation. Der Schwerpunkt am Institut wird hierbei auf Großschadensereignisse gelegt. Im Bereich der Biomedizintechnik wird ebenfalls geforscht. Erfahrungen sind hier insbesondere in der Verbesserung von Oxygenatoren vorhanden. Des Weiteren sind Rechtsfragen im Bereich der Gefahrenabwehr sowie des Medizinrechts Expertenfelder des Instituts. Aufeinander aufbauende nationale und internationale Forschungsprojekte ermöglichen dem Institut eine zukunftsorientierte Ausrichtung und Kontakte zu einer Vielzahl an ausgezeichneten Partnern aus Industrie und Forschung. Die Verknüpfung von Forschung und Lehre machen den Studiengang Rettungsingenieurwesen zu einem vielseitigen, innovativen und faszinierenden Themenkomplex. In den ersten drei Semestern werden den Studierenden Grundlagenkenntnisse in Ingenieur- und den Naturwissenschaften vermittelt. Sie werden so darauf vorbereitet, komplexe Fragestellungen und Probleme zu bearbeiten. Ab dem vierten Semester erfolgt eine interdisziplinäre Erweiterung auf fachspezifische Inhalte. An der TH Köln wird hierbei viel Wert gelegt, eine kleingruppenorientierte Lehre zu ermöglichen. Während des Studiums wird zudem auf praxisnahe Inhalte geachtet. Studierende haben die Möglichkeit, je nach Interesse, ihren Studienschwerpunkt auf den Bereich Rettungsingenieurwesen oder Brandschutzingenieurwesen zu legen. In einem Masterstudiengang können beide Themenschwerpunkte in Wahlpflichtmodulen weitergeführt und vertieft werden. Exkursionen ermöglichen es den Studierenden, einen Einblick in die Berufswelt zu erlangen. Darüber hinaus sorgt ein im Studienverlauf integriertes fünfmonatiges Praxissemester, das gerne auch im internationalen Raum absolviert werden kann, dafür, dass konkrete Arbeitserfahrungen gesammelt werden können. Nach Abschluss des Studiums sind die Absolventen in vielfältigen Arbeitsbereichen tätig. Die Arbeitssicherheit bietet einen großen Markt für unsere Absolventen. Außerdem finden sich Arbeitgeber bei Berufsfeuerwehren und Rettungsdienstorganisationen, bei denen die Absolventen Führungspositionen einnehmen. Auch kommunale und überregionale Behörden sind ebenfalls attraktive Arbeitgeber. Weitere Arbeitsfelder sind zum Beispiel die Tätigkeit als beratende Ingenieure, Gutachter oder eine Beschäftigung in der freien Wirtschaft. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.